Ihr wollt ein richtig starkes Lehrerbild, wo man quasi unverwundbar ist, die ganze Zeit seine Fähigkeiten machen kann und es auch noch nach der Season weiter spielen kann, ohne Season Mods? Ja, dann seid ihr hier genau richtig. Denn mit diesem Bild hat man seine Fähigkeiten die ganze Zeit, braucht keine Season Mods und kann es auf jeden Charakter spielen. Warlock, Hunter oder Titan. Ja, dann schauen wir uns das mal an. So, damit das leere Bild auch funktioniert, brauchen wir 4 Sachen auf jeden Fall. Die ersten beiden Sachen sind auf jeden Fall die neuen Fragmente. Echo der Entkräftung. Wir bekommen nämlich Verschlingen, wenn wir dann die Sphäre der Macht aufheben, durch Supers oder Mods oder sonstiges. Und dann noch Echo der Instabilität. Wenn wir nämlich Gegner mit einer Granate killen, erhalten wir flüchtige Geschosse für unsere leere Waffe. Das macht ja im Moment eine Season Mod. Und durch diese Fragmente, wenn man die beiden kombiniert, hat man auch die ganze Zeit flüchtige Geschosse, weil wir haben das Verschlingen nämlich dann aktiv, sobald wir eine Sphäre aufgenommen haben. Und das Verschlingen bewirkt nämlich nach jedem Kill, dass wir Energie zurückkriegen für unsere Granate, Nahkampf oder unsere Fähigkeit. Ich glaube auch ein bisschen Ulti. Und noch dazu werden wir voll geheilt, also unser Leben geht zack nach oben. Und wir können auch wirklich jede Waffe dazu benutzen. Und da wir dann Verschlingen aktiv haben und dann auch noch die flüchtigen Geschosse, wenn wir einen mit einer Granate gekillt haben, explodiert einfach alles. Das macht nämlich hier Echo der Veränderung. Und das ist wie so ein Kreislauf. Man muss einfach nur Verschlingen die ganze Zeit oben haben. Und dadurch generiert sich die ganze Zeit die Granate, das Ausweichen oder halt der Brunnen oder das Schild. Und der Nahkampf auch die ganze Zeit und so geht das halt die ganze Zeit hin und her. Dann habe ich noch drin, dass wir längere Zeit verschlingen haben. Man kann es auch austauschen gegen andere Sachen, dass man zum Beispiel, wenn man eine Granate schmeißt, dass die Ziele geschwächt werden. Aber das macht ja unsere Nahkampfgranate ja auch schon beim Hunter, deswegen habe ich es jetzt da rausgenommen und wollte ein bisschen länger verschlingen haben. Wenn halt nicht immer durchgehend Ads sind, ist das ganz gut. Ja, und wir haben natürlich noch hier die 2 Aspekte drin, die uns jeweils auch 2 Fragmentfassungen reingeben. Und als Granate habe ich aktuell die Streugranate dabei. Viele benutzen die Vortex-Granate, die ist auch eigentlich echt gut. Aber ich hatte leider das Problem, dass einige Gegner manchmal nicht durch die Vortex-Granate gestorben sind und ich damit auch den Buff nicht bekommen habe. Und mit der Streugranate funktioniert das wunderbar. Aber man kann auch jede andere Granate spielen, die man gerne benutzen möchte. Dann haben wir natürlich auch noch die Super drin. Da ist eigentlich auch egal. Aber da es hier die stärkste Super ist, zusammen mit den Orpheus-Rig, mit den Exo-Beinen, habe ich das einfach auch mit dabei. Ja, wie gesagt, ihr solltet auf jeden Fall eine leere Waffe dabei haben. Es ist eigentlich total egal welche. Wie ihr seht, habe ich nur leere Waffen drin. Also es funktioniert mit jeder einzelnen Waffe. Mit der Glaive ist so die Sache, dass der Nahkampf der Glaive nicht als leere Waffe zählt, nur die Geschosse. Aber man kann es auch spielen auf jeden Fall. Und Primärwaffe ist eigentlich total egal. Heavy ist auch eigentlich total egal, da könnt ihr spielen, wie ihr lustig seid. So, dann gehen wir mal zu den Mods. Hier ist halt die wichtigste Mod, was auch der 4. Teil ist, die Sachen, die man unbedingt haben sollte, ist die Mod, dass wir, wenn wir schnelle Waffentodesstöße machen, mit einer Waffe, die unserem Fokus entspricht, vom Schaden her, machen wir eine Sphäre der Macht. Das ist vor allen Dingen ganz angenehm, wenn man, sag ich jetzt mal, solo unterwegs ist, denn man hat keine anderen Mates, die irgendwelche Sphären der Macht machen können. Und ja, allgemein ist es halt ganz nett, ein paar mehr rumliegen zu haben. Dann habe ich hier noch drin, dass wenn ich jemanden mit einer Granate kill, auch nochmal eine Elementarquelle herstelle. Aber da könnt ihr eigentlich reinmachen, was ihr wollt. Die anderen Mods, wie ihr seht, jetzt, da habe ich kein einziges Season Mod drin und es funktioniert trotzdem wunderbar. Hier habe ich zum Beispiel noch drin, dass wenn ich eine Granate schmeiße, ich ungefähr ein Viertel von meiner Granatenenergie sofort wieder da habe. Und dann habe ich noch Quelle der Macht drin, dass wenn ich eine Elementarquelle aufnehme, die ich hier dann durch die Granate zum Beispiel erschaffe,
ich einen erhöhten Bonus auf diese Waffe bekomme. Ist auch sehr nice auf jeden Fall. Dann habe ich hier drin, dass ich, wenn ich eine Sphäre der Macht aufnehme, mit Licht aufgeladen bin. Das hat zwei Vorteile. Unter anderem bekomme ich hier einen Buff auch nochmal zusätzlich zu den Lehrerwaffen-Buff auf meine Waffe. Und es ist mir möglich, dass selbst wenn meine Uli voll ist und ich habe jetzt kein Verschlingen aktiv und brauche das, muss ich nicht meine Ulti für irgendwas raushauen, sondern kann einfach über die Sphäre drüber rennen und kann sie aufsammeln, obwohl ich meine Ulti voll habe. Und krieg noch Damage dazu. Und dann habe ich hier noch drin, dass wenn ich meine Fähigkeit mache und danach jemanden kille, auch nochmal eine Elementarquelle herstelle. Dann habe ich noch drin, dass meine Fähigkeiten noch ein bisschen reduziert werden, ich ein bisschen weniger Schaden kriege. Noch eine Möglichkeit gäbe es, verschlingend stark reinzupacken, wenn man nämlich dann von Verschlingen gerade profitiert oder halt ziemlich viel Schaden gekriegt hat, macht die Super noch mehr Schaden. Und da die Hunter-Super mit den drei Schüssen vom Exo eh schon ziemlich stark sind, ja, das könnte man natürlich auch noch reinpacken zum Beispiel. Ja, an sich war es das eigentlich auch schon mit dem Bild. Es ist ganz simpel. Ihr könnt euch Mods reinhauen, wie ihr lustig seid, wie ihr gerade die Rüstung habt. Ihr könnt natürlich auch noch zusätzlich die Season-Mod hier zum Beispiel reinmachen, die euch die flüchtigen Geschosse gibt. So habt ihr nämlich, glaube ich, eine Uptime von 17 Sekunden. Ist schon ganz nett. Aber ich möchte halt irgendwie, ich finde es ganz cool, dass man es auch ohne machen kann und dafür halt noch andere Mods dazu packen kann. Ja, an sich war es das. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Like und ein Abo. Und wie gesagt, dieses Bild könnt ihr auch noch auf den anderen Klassen draufpacken mit anderen Mods. Aber diese vier Mods sollten halt schon sein, die ich euch gesagt habe, beziehungsweise die vier Dinge. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.